Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen Prison Architect anzocken. Wie ihr seht, hier Gefängnisdirektor habe ich freigeschalten. Dafür habe ich mich einfach, bevor ich das Spiel jetzt gestartet habe, angemeldet. Deswegen bin ich schon im Spiel. Man muss dann einfach am Anfang sagen, man möchte sich registrieren. E-Mail-Adresse, Passwort eingeben, Benutzername. Und dann kriegt man eine E-Mail. Ich habe das jetzt über Handy schnell bestätigt. Dann kriegt man hier Gefängnisdirektor freigeschalten. So. Dann fangen wir einfach mal an. Steht ja schon ziemlich lange auf meiner Wunschliste. Prison Architect. Ich habe damals ein paar Bilder gesehen, das sah ganz cool aus und habe ein paar Videos drin gedreht. Aber das ist jetzt auch schon wieder so ewig her. Okay. Türen und Wände.
Bei geöffneten Türen und Wänden. Ah, hier sind wir. Bauen. Ziegelwände können wir bauen, indem sie Wände, Türen, Menü. Schneller, damit die hier also was bauen. Hier ist ja noch einer. Also jetzt haut er ab. Kleine Bereiche einer Zelle zuweisen, indem User zum Tode verurteilt, Häftling bis zu seiner Hinrichtung wartet. Die Hinrichtung aus selbst heißt einen großen Reich zu. Okay. Zelle. Achso, da kann ich die größer ziehen, okay. Ja. Hinrichtungsraum. Ist ein bisschen makaber mit dem Hinrichtungsraum. So, haben wir gemacht. Die Zelle brauchen wir. Okay, also wir müssen jetzt. Objekte. Wir bauen jetzt ein Bett. Ach, wird so angezeigt. Bett. Ein Klo. Elektrischer Stuhl. Die Grafik sieht jetzt, ist etwa oben drauf, ja, aber nicht pixelig. Sieht schön aus. Okay.
aus uns einen kleinen Bücherregal. Ne, das wollen wir machen. Wir wollen ihm das ein bisschen schöner machen. Das ist der Mann Edward, ehemaliger Lehrer, kommst du glauben? Wollen wir aber noch nicht. Oh, just okay. So. Und jetzt überführen wir ihn einfach mal. Gespannt, was er gemacht hat. Okay. Aber ich bin Fremdchen.
Kam so klein und schnucklig rüber, jetzt ist es doch ein schön makaber. Also das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie ich sitzen soll, mir tut der Rücken weh. Ich habe mir die Nacht irgendwie verlegen, ey. Wenn man jetzt noch sieht, wie der auf den Stuhl kommt, das wäre ja richtig krass. Gute Arbeit bis jetzt. Okay. Aha, okay. Okay. Saft, okay.
So. Ist doch garantiert jetzt auch einer, der zu uns kommt, für den ich extra Zelle machen muss oder so. Achso, das ist der. Figuren und mit den dicken fetten Handschellen da. Oh, jetzt wird er hingerichtet oder was? Viel spoilern, wir sind schon bald bei einer halben Stunde, ey. Ich glaube, das wird jetzt noch, wenn sie jetzt zeigen, wie die kleine Figur da auf dem Stuhl zittert, ey. Heftig. Ich stelle mal meine Kamera ein bisschen anders ein. Ein bisschen dunkler.
Ist halt gerade tagsüber und hier kommt viel Sonne rein. Da gucken wir uns jetzt mal an und dann würde ich sagen, wir warten. Oh, sind ja alle wieder. Okay, Ärzte einstellen. Unten.
Okay, wir müssen die Beute jetzt alle wieder neu machen. So, dann sind wir bei einer halben Stunde. Dann würde ich sagen, für den Angezockt reicht das jetzt auch. Das Spielprinzip finde ich ganz klasse. Müssen wir gucken, ob es da einen Sandkasten gibt, dass man dann halt selber baut und seinen eigenen Knast macht. Kommt ja auch nicht mal zusammen. So. Nichtsdestotrotz. Warte mal, wir gucken noch mal schnell. Spiel verlassen. Verlassen und speichern und verlassen. Oh, hat hier eine. Schattenwolf. Immer noch Schattenwolf. Ah doch, wir haben einen Sandkasten. Dann können wir unseren eigenen Knast bauen. Ja, da kann ich mir ja die Tage dann mal ein bisschen austoben.
Also ein ganz schnucklig Spiel. Das finde ich ganz cool. Ich hoffe, hat euch gefallen. Das kurze Rinschnuppern in Prison Architect. Gibt auch mittlerweile ziemlich viele DLCs. Ich habe jetzt hier. Das habe ich. Da haben wir hier noch DLC Bundle. Da sind mehrere drin. Oder sind, glaube ich, alle. Da haben wir noch Green. Müssen wir mal gucken, was es da alles gibt. Ich bin jetzt erstmal weg. Wie gesagt, Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.